Was geht, meine lieben Freunde? Seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Street und wir schreiben das Jahr 2020. Dieses Video wird gar nicht allzu lang gehen, sondern vielmehr soll es für euch ein Update sein, wie 2019 für mich lief und was euch 2020 erwartet. 2018 und 2019 waren für mich persönlich keine schönen Jahre. Ich musste mit sehr vielen privaten Problemen kämpfen, aber auch gesundheitlichen Problemen. Was dazu geführt hat, dass ich meiner Leidenschaft leider nicht ganz nachgehen konnte. Aus diesem Grund konntet ihr leider auf diesem Kanal keine Beständigkeit sehen. Immer unregelmäßige Streams, unregelmäßige Uploads auf YouTube und zwischendurch mal für ein paar Monate Pause. Ich war mit dem nicht zufrieden, was ich euch auf YouTube und auf Twitch gezeigt habe. Aber 2020 werden wir Sachen verändern. Und zwar wird mein Fokus nicht mehr auf das Streamen liegen, sondern viel mehr auf die Produktion bzw. Erstellung der Videos, die ich dann dementsprechend auf YouTube hochlade. Im letzten Jahr habe ich einfach entdeckt, dass an sich ein Jahr lang konsequent durchstreamen nicht so das ist, wonach ich gesucht habe. Das Streamen macht mir Spaß, keine Frage, aber es ist nicht das, was ich eigentlich will. Ich werde zwar weiterhin streamen, aber nicht so häufig, wie ich es im letzten Jahr getan habe. Statt dass ich mindestens 5 bis 6 Mal in der Woche streame, werde ich dann diesmal nur 1 bis maximal 2 Mal in der Woche streamen. Stattdessen aber werden dann mindestens 2 Videos die Woche kommen. Also entweder werde ich dann nur an einem Sonntag streamen, wo ich dann aber auch jetzt nicht nur für 2-3 Stunden da sein werde, sondern für mindestens 6-7, vielleicht sogar 8 Stunden. Oder ich werde zusätzlich dann nochmal irgendwann in der Woche streamen, was jetzt eventuell der Mittwoch oder der Donnerstag wäre. Und was die Videos angeht, werde ich es folgendermaßen machen. An erster Stelle werden die Stream-Highlight-Videos abgeschafft. Das heißt, die wird es leider nicht mehr geben in Zukunft. Die Gameplay-Videos werden weiterhin auf meinem Kanal bleiben, nur werde ich sie ein bisschen verändern. Ich werde diesmal jetzt nicht einfach 30 bis 40 Minuten lang am Stück sitzen und das Ganze dann so hochladen, sondern werde dann vielmehr die wichtigsten oder die interessantesten oder die witzigsten Momente aus einem gesamten Spiel, vielleicht sogar 2-3 Runden zusammenschneiden und daraus ein 10 bis 15 minütiges Video machen. Zusätzlich werdet ihr eine weitere Art von Videos auf meinem Kanal sehen. Ich werde versuchen, meinen Fokus wirklich nur auf ein Spiel zu setzen. Und dementsprechend werde ich dann versuchen, sehr viele verschiedene Videoideen dann auch umzusetzen. Wie zum Beispiel Only Shotgun Kills oder Quickscopen in Rainbow oder Only Pistols, Only Nades. Ich habe da auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele Ideen schon mal die letzten Tage jetzt auf jeden Fall gesammelt. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, was das Streamen angeht, werde ich erstmal einmal in der Woche streamen. Das heißt, an einem Sonntag von mittags 11, 12 bis abends 6, 7, 8, je nachdem. Was die Videos angeht, werden erstmal 2 Videos die Woche kommen. Wie gesagt, ein Gameplay, Road to Platt, Road to Deer, irgendwas in diese Richtung. Und ein random Video, was irgendwie keine Zuordnung haben wird. So werde ich also erstmal meine YouTube-Laufbahn 2020 gestalten. Fangen wir erstmal damit an, gucken wir, wie sich das Ganze entwickelt. Gucken wir mal, wie das Ganze bei euch ankommt. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, wünsche ich euch noch allen ein frohes Neues. Ich hoffe, 2020 bringt euch allen Gesundheit, Erfolg, Geld, Motivation, alles, was ihr euch wünscht. In diesem Sinne bin ich dann auch erstmal raus, meine Freunde. Wir sehen uns dann in naher Zukunft. Macht's gut, Kuss geht raus, bis dann.